Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute mal ganz woanders und möchte euch gerne was zeigen. Ich habe mir was bestellt und ich habe gedacht, ach, mache ich mal ein Video draus. Vielleicht ist ja für euch auch was dabei. Vielleicht gefällt euch was. Ich muss selber mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir bestellt habe. Womit fangen wir denn an? Lidl. Lidl habe ich zuerst bestellt und weil ich da nicht alles gefunden habe, habe ich nämlich dann bin ich noch mal zu Bonprix. Hier ist die Rechnung. Ja, wie gesagt, es ist jetzt schon echt eine ganze Weile her. 1.5. Okay. Ah ja, da bin ich sehr gespannt. Eine Hose. Freue ich mich schon drauf. Und ein T-Shirt und keine Ahnung, muss ich mal auspacken, dann weiß ich, was es ist. Also ein T-Shirt-Kleid, ein langes. Na gut, dann werden wir das mal probieren. Scheint zu, ich habe es jetzt im Sitzen anprobiert, scheint zu passen, auch oberhalb. Gucken wir uns das mal im Ganzen an. Bei mir ist immer ganz wichtig, ich mag so gar nicht meine Oberarme. Und bei mir ist es immer wichtig, dass das mindestens bis hierhin geht, sonst fühle ich mich so gar nicht wohl. Ich bin da ganz komisch. Und also es hat so ein, ja, Nerven. Es hat einen V-Ausschnitt, finde ich toll. Die Ärmel sind toll. Es sitzt oben ganz gut. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, es ist nicht so vorteilhaft, weil es so sehr flattert. Dann geht es, geht übers Knie, was ja schon mal eigentlich so ganz praktisch ist. Es darf aber nicht so fett machen. Ich habe immer Bauch. Ja, ich fühle mich nicht ganz so wohl da drin. Nee. Ich finde, das macht richtig fett. Guck mal. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Also mir wäre es lieber, es wäre so ein bisschen taillierter. Und das ganze Ding ist so ein T-Shirt. Ich habe mir das wahrscheinlich bestellt, weil ich gedacht habe, naja, wir haben ja bald Sommer, dann will man was Leichtes anziehen, aber das ist nicht mein Geschmack. Das ist wie so ein Nachthemd. Nee. Ich finde, das sieht aus wie so ein Sack. Das macht keine Figur. Ich will ja nicht noch schlechter aussehen. Also ich habe ja schon nicht so die mega tolle, optimale Figur. Und es gibt Kleidung, die steht mir. Das ist dann eher vorteilhaft und das ist jetzt eher nicht vorteilhaft. Also bis hier geht's, finde ich gut. Aber dann abwärts nicht. Das ist nicht meins. Da gibt es Sachen, die mir einfach besser stehen, finde ich. Also das ist schon mal nicht mein Geschmack. Das muss schon mal leider wieder zurück. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Schon das nächste Teil an. Kennt ihr das auch, wenn ihr so ein Top darunter habt und dann rubbelt das immer so hoch im Laufe der Zeit? Und wenn ihr den Kleid anhabt, dann müsst ihr immer das Kleid hochziehen und das Top wieder runterdrücken. So, das habe ich jetzt getan. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. So, also von vorne. Ihr seht, also erstmal das Material, das ist richtig toll. Das ist wie Jersey Baumwolle, total stretchig, total weich. Also wie, es fühlt sich an wie Wildleder. Ist es aber nicht, aber es fühlt sich irgendwie so an. Das ist ganz, ganz tolles Material. So, dann komme ich mal ganz dicht dran. Hier ist es so ein bisschen so überkreuzt, finde ich gut. Sehr bequem. Ärmel, wie immer, ne, ein bisschen versteckt. Dann ist hier so ein Gummizug in der Mitte. Und hier sind so Knöpfe. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg, damit ihr das sehen könnt. Ja, das ist ja schon eher meins, ne? Das ist ein bisschen enger, aber nicht zu eng, sondern noch vorteilhaft. Aber irgendwie betont das doch den Bauch, oder? Thank you.
finde das Kleid toll, aber ich finde meine Figur da drin nicht schön. Ich fühle mich nicht richtig wohl. Es ist nicht so richtig hundertprozentig. Mein Stil ist es eher, meinen Bauch zu verstecken. Das heißt, ich trage gerne enge Röcke und auch so eine T-Shirts, aber ich trage das denn so da drüber. Das ist so ein bisschen mein Bauch kaschiert. Und ich finde, das hier bleibt immer am Po und hier so an den Hüften bleibt das irgendwie so hängen. Na denn. Okay, dann quetsche ich mich da mal rein. Man sollte vielleicht vorher auch mal den Knopf öffnen. Oha, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Naja, mal gucken. Naja. Sieht ja noch fast mit am besten aus von allen Sachen. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also, Kragen, Knöpfe, Jeans. Oder so möchte ich gerne Jeans, also ganz dünner Stoff. Ärmel. Taschen. Knöpfe bis unten. Also, ich finde das, glaube ich, ganz gut. Kommt schon mal in die engere Auswahl. Ich finde das echt gut. Es ist auch super bequem, ne? So unterm Arm. Es zieht sich zwar so ein bisschen hoch, aber es ist trotzdem noch bequem. Hier könnte man ja auch noch einen Knopf aufmachen. Ich habe ja sowieso immer ein schwarzes Top darunter, ne? Das sind sehr kleine Knöpfe, geht immer schwierig, aber ich habe immer was unter. Und so sieht es hier auch noch viel schöner aus eigentlich, ne? Da kann man auch eine schöne große Kette, man könnte auch einen Gürtel. Also das ist wirklich ein tolles Kleid. Also das hätte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich meinen Top erstmal wieder runterziehen. Das geht immer bis ganz nach oben. Da fühle ich mich drin wohl. Das ist toll. Das hat genau alles, worauf ich immer drauf achte. Das hat die Ärmel, es ist bequem, es trägt nicht so doll auf. Es ist einfach toll. Es ist einfach super. Es ist also... Ja, das gefällt mir. Merkt ihr, ne? Das ist schön. Meine Damen und Herren, jetzt wird's durchsichtig. Das ist ein Sportshirt in der Größe 46, 48. Und ich habe das Gefühl, ich habe ein Kleid an. Es sieht ja nicht schlecht aus. Es ist ja hier so ein bisschen durchsichtig und mal kratzen. So für den Sommer kann ich mir das richtig gut vorstellen, weil es ja irgendwie versteckt. Aber auch nichts zeigt. Mal ein bisschen runter. Aber es ist natürlich auch wieder so ein bisschen, naja, also ich muss mir dann wohl noch mal einen Gürtel zulegen. Statt mich immer so ein klein bisschen, wenn das zu sehr zeltig ist. Ich mag es halt gerne lieber so ein bisschen taillierter. Das ist schon, also es wundert mich, die Größe 46, 48. Ich zeig euch mal, wie lang das ist. Ich habe doch ein T-Shirt bestellt, oder? Oder ist es die Strandtunika?
Ich glaube, es ist die Strandtunika, die ich anhabe, kein T-Shirt. Sport-T-Shirt, habe ich gerade gesagt, Sport-T-Shirt? Nein. Ich geirrt. Nee, das ist eine Strandtunika. Ist gar nicht so schlecht, ne? Aber ganz schön durchsichtig. So, ich habe immer so eine Röcke, so, die gibt es bei, ja, die gibt es eigentlich überall, immer so für 5 Euro. Ziehe ich mal schnell an. So, das sieht jetzt schon ganz, das Top schön runterziehen. Guck mal, das geht nämlich bis hier, das Top, was ich da unter habe. Und dann halt die Strandtonika da drüber. Ja, sieht man jetzt auch nicht so viel von dem Rock, aber jedenfalls, es ist nicht mehr so durchsichtig. Das sieht ja schon fast edel aus. Ja, was sagt ihr denn? Also ich weiß noch nicht so genau. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Also mir ist das ein bisschen zu zeltig. Ich fand das Jeanskleid schon ein bisschen schöner. Also das hier ist mir zu... Aber wenn es richtig, also wenn es so richtig, richtig warm draußen ist, 30 Grad, dann will man ja immer am liebsten gar nichts anhaben. Und dann ist man damit ja schon so ein bisschen angezogener, ne? Aber es ist ja nicht ein bisschen zu weit. Also so, guck mal so, wenn das ein bisschen, guck mal so, sieht das doch ein bisschen vorteilhafter aus, auch wenn ich jetzt nicht so die super Figur habe, aber trotzdem sieht es ja ein bisschen vorteilhafter aus als jetzt sowas. Das ist mir zu, ich weiß nicht, also ich glaube nicht. Ich glaube, mir gefällt das nicht so gut. Nee, ne? Lieber, also wenn man so überlegen muss, dann gefällt einem das eigentlich nicht wirklich, ne? Oder? Nein. Ich schick's zurück. Na, jetzt bin ich ja mal so richtig gespannt. Jetzt habe ich Größe 44 eine Jeans mir bestellt. Schwangerschaft finde ich immer toll. Ich liebe das für meinen Bauch. Und mal gucken, wie die so aussieht und ob die mich kleidet. Und wenn die bequem ist, behalte ich die. Ich brauche einfach mal eine schwarze Hose. Und die hat nämlich so schöne Verwaschungen. Seht ihr die? Probiere ich jetzt mal an. Drück mir mal die Daumen, dass es nicht ganz so schrecklich aussieht. Weil wenn es nämlich so ganz eng ist an den Knien, dann sieht es bei mir richtig dumm aus. Aber ich glaube, sie ist gerade geschnitten. Ich hoffe, ich werde es sehen gleich. Oh ja, sie ist weit geschnitten. Alles klar. Okay, also das ist schon mal gut. Hier, ich komme mal dich da ran. Jetzt denkt man glatt, ich bin schwanger. Okay, also eigentlich kommt das ja rüber, ne? Ich will es euch jetzt nur zeigen. Also es geht auch wirklich bis unter die Brust. Mich stört das gar nicht, im Gegenteil, ich liebe das. Ich fühle mich dann angezogener. Hier vorne hat sie so einen Knopf, sieht halt aus wie eine Jeans, hat so ein bisschen Taschen. Was hat man da für ein Po drin? Bequem ist sie. Also bequem ist sie auf jeden Fall. Nur muss sie mir nur noch stehen. Thank you.
Bewegungstest. Achtung, Sport. Macht sie das mit? Ja, macht sie mit. Wackel. Ja. Schön. So, also ich finde die Hose gar nicht so schlecht. Bequem ist sie. Aber mein Po, glaube ich, ein bisschen zu groß dafür. Weil die ist so halb Po. Wisst ihr, wie ich meine? Guck mal, nee, kann man nicht sehen, warte. Mich stört so ein bisschen, dass, also mein Po, naja, ich weiß auch nicht. Wie findet ihr den Po? Bisschen sehr niedrig hier, ne? Der müsste so ein bisschen höher sein, aber ganz ehrlich, ich zeige meinen Po sowieso nicht, also was soll's, und der Stoff ist ja lang genug. Also wenn die jetzt noch so ein bisschen nachgibt, und die meisten Stretchhosen geben ja nach, dann würde ich die eventuell behalten. Also ich muss mir das selber noch mal so ein bisschen angucken. Also über die Hose, meine Güte noch mal, was sind das hier für eine? Ich zeig dir alles. Ich weiß nicht, soll ich die Hose behalten? Da höre ich mal darauf, was ihr sagt. Ob ihr sagt, kannst du tragen, oder ob ihr sagt, nein. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Guck dir mal dein Po an, Mann. Und jetzt bin ich gespannt, was ich bei Bonprix bestellt habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Seien wir gespannt, was sie als nächstes anhat. Okay. Bisschen bunt. Was Rotes, was Weinrotes. T-Shirts. Ah, noch eine Hose. Cool. Was Grünes. Noch so ein Ding, guck mal. Noch so eine Schwangerschaftshose. Oder ist das keine? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da bestellt habe. Aber sieht auch ganz interessant aus. Jetzt also von Bonprix, und das probiere ich mal an. Und dann habe ich nämlich die anderen Sachen, die ich dann wunderbar dazu anziehen kann. Bin gespannt, wie das aussieht. Bleibe ich in den zwei Hosen, wäre ja auch nicht schlecht, ne? Oh, die sieht wahrscheinlich nicht so aus, weil die ist total bequem. Okay, ich finde die gerade ein bisschen bequemer, glaube ich. Aha. Die sieht oben so aus. So sieht die oben aus. Mit so einem Bündchen. Taschen. Gefällt euch die Hose? Also ich finde die super bequem. Die, ich weiß gar nicht, ob sie mir jetzt ein bisschen besser gefällt, aber die Waschung ist, muss man gucken, ob die Waschung auch gut aussieht. Ich probiere jetzt mal ein T-Shirt dazu an, mal sehen, wie das dann aussieht. Das T-Shirt mit Ohranhänger, damit es nicht runterfällt.
So, die muss man ja mal verstecken. So, ja, Rot ist natürlich immer eine schöne, frische Farbe. Sie haben mal einen Test gemacht. Rot macht 10 Jahre jünger, wollte ich nur mal sagen. Das macht frisch, aber das Ding werde ich mir wahrscheinlich dann abschneiden. So, wovon ich total begeistert bin, ist das Rot an sich. Finde ich eine tolle Farbe. Ich finde, das macht mich auch wirklich frisch. So, und ja, es hat halt so Ärmel, ne? Ja, genau, es hat Ärmel, alles klar. Nein, guck mal hier, die sind so ein bisschen abgenäht. Das finde ich toll und sie sind lang genug. Ausschnitt ist so, dass er gut ist. Und pass auf, jetzt ist das ist ein langes Ding. Aber da kann man ja auch guten Rock zutragen. Guck mal, das geht so rund herum. Hier ist es ein bisschen schlitzig. Und dann so. Super bequem. Fällt gut, bleibt nicht am Bauch hängen. So wie das so oft ist. Oft bleiben ja so eine Dinger so gerne so am Bauch hängen, ne? Und dann denken wir die ganze Zeit, wir sehen voll toll aus und sieht es so aus. Also es fällt total toll, es ist lang genug, es gefällt mir. Ich glaube, es war nicht so teuer. Es passt auch gut zu der Hose. Und ich kann auch einen Rock dazu gut anziehen. Also das T-Shirt finde ich schon mal gut. Das gefällt mir, das ist so ein richtig schönes Rot. Bis auf das hier. Das muss ich abschneiden. Das ist wieder so ein Zelt, oder? So. Okay. Ja. Charon ist modern. Der Stern soll vom Bauch ablenken, habe ich so gedacht. Ja, okay. Nö, ach, geht doch. Nee, nee, wartet mal, das geht eigentlich. Der Stoff fällt gut. Ärmel geht so, na, kann man mit leben. Das ist der Clou. Der lenkt vom Bauch ab. Der Stern lenkt vom Bauch ab. Und vom Po. So, wie fällt das denn jetzt? Ich finde, das geht. Ich finde, es hat genau die richtige Länge. Es hört im richtigen Moment auf. Ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Finde ich gut. Der Stern ist so aufgeklebt. Ich mag das ja nicht ganz so gerne. Ne? Hier ist dann der Schlitz. Der Stoff von diesem T-Shirt ist ein bisschen dicker als der von dem roten T-Shirt. Also das ist hier so, es fühlt sich qualitativ sehr hochwertig an. Also das, ja, das fühlt sich an wie so ein 20-Euro T-Shirt. Also das ist nicht so total billig oder so. Also das ist schon gute Qualität. Nun wäre es natürlich interessant, wie lange der Stern da auch so schön drauf bleibt. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, wenn man die Sachen wäscht. Aber ansonsten, ja, könnte man behalten. Mal gucken. Nächstes Teil. Aha. Ähnlich. Ach, da merke ich schon, die Ärmel sind mir viel zu kurz. Nee, das mag ich nicht. Nee. Das ist nicht meins. So, also, da sind mir die Ärmel zu kurz. Das mag ich nicht so gerne. Das finde ich... Ja, es ist... Ich finde es einfach hässlich. Jo, ansonsten, das ist ja das Top darunter, darf man nicht verwechseln. Und dann ist das etwas kürzer, was völlig okay ist, weil so trage ich das ganz oft. Eine Jeanshose, also ne, könnte man jetzt so tragen, sonst trage ich ja immer einen Rock. Dass ich ein längeres Top trage und ein kürzeres T-Shirt, weil ich finde immer, das kaschiert so ein bisschen den Bauch, aber deckt gleichzeitig ab. Das ist immer so mein Lieblingsoutfit. Jo. Würde gehen, aber mich stören so ein bisschen die Arme. Also mir ist das zu kurz. Also das T-Shirt ist von der Qualität her auch hochwertiger als das Rote. Das Rote ist ja dünn und sehr, sehr gemütlich. Das hier ist so ein
bisschen, also so ein kleines bisschen stabiler, würde ich sagen. Fällt sehr schön, also kann man sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass die Ärmel so kurz sind, weil sonst hätte ich das T-Shirt sehr, sehr gerne behalten. Ich hätte mir Ärmel bis hier gewünscht, ehrlicherweise. Ich mag einfach keine kurzen Ärmel. Ich fühle mich damit einfach unwohl. Das ist schade. Ich hoffe nicht, dass es euch auch so geht. Ich komme da auch nicht gegen an. Es ist einfach so bei mir. Jeder hat so seine Macken, ne? Also ich zeige lieber meinen Bauch als jetzt meine Arme. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach so. Und ja, also ich hoffe, dass euch das T-Shirt aber gefällt und dass das was für euch ist. Das hier, das sieht ja echt ganz hübsch aus. Und es hat ja auch genau die richtige Länge, es hat eine gute Qualität und der Preis ist ja auch völlig in Ordnung. Also ansonsten ist das ein schönes T-Shirt, was man super im Sommer tragen kann. Nur für mich ist es leider nichts wegen den Ärmeln. Die müssten bei mir länger sein. Aber sonst, also habe ich nicht zu meckern. Tolle Qualität, fällt gut, alles. Also ganz, ganz, ganz toll. Wieder ein Zippel. Ich meine mich gerade zu erinnern, dass ich nämlich manchmal auch eine andere Größe bestellt habe. So, das hier ist nämlich ziemlich groß, obwohl es eine schöne Farbe ist. Und das habe ich bestimmt bestellt, weil ich einfach sehen wollte, wie das aussieht. Ich glaube, es ist ein bisschen groß. Also die Ärmel sind fantastisch, aber bei dem roten war es hier ein bisschen enger. Also die Ärmel würden mich jetzt nicht stören. Der Ausschnitt ist toll, die Farbe. Oh, ich liebe die Farbe. Das ist meine Farbe, Petrol. Ich liebe Petrol. Jetzt zeige ich euch das mal im Ganzen. Ach, ich würde es ja gerne behalten. Ne? Ich glaube, ich behalte das trotzdem. Ich finde das total toll. Ist mir auch egal, wenn es aufträgt. Ich finde das so toll. Das sind Ärmel, die ich liebe. Das fällt locker, das fällt leicht, auch wenn es draußen warm ist. Macht mir das überhaupt nichts aus. Es müssen, also, das finde ich gut. Hier ist es so ein bisschen abgerundet, dann hier der Schlitz. Nee, ist gar kein Schlitz. Nee, so ein bisschen rein. Fällt super locker. Also ein schönes T-Shirt für mich, super. Ganz toll, Lieblingsshirt. Sofort in mein Herz geschlossen. Dieses T-Shirt habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Sofort, keine Sekunde. Und auch egal, wie ihr das findet, ich finde es toll. Ja, Torf, es ist aber jetzt ist sie aber ganz frech. Ja, wow, was für eine tolle Farbe. Oh, sitzt das toll. Und das Material. Also das Rot und das Petrolfarben, das gefällt mir richtig gut. I love it. Da bleibt nichts am Bauch hängen, gar nichts. Also das sitzt einfach wie so richtig schön locker. Ich mag das. Also das ist, boah, das ist meins. Das liebe ich. Hätte ich auch gerne noch in einer anderen Farbe. Wieso habe ich denn nicht noch eine andere Farbe gekauft? Dunkelblau wäre ja auch toll, ne? Ich glaube, ich habe noch eine Farbe gekauft. Schauen wir uns das mal an. Schneide ich mir ab. So, also, ja, genau. Weil wir ja noch so ein komisches Wetter haben, habe ich gedacht, ach, ich brauche ja was. Und wenn ihr mich so seht, brauche ich ein bisschen Farbe für meine Videos. Und ich mag ja so gerne diese bärigen Töne. Und das hier ist jetzt so ein, oh Gott, was ist denn das für eine Farbe? Weinrot. Ja, ich würde sagen Weinrot, schmutzige Kirsche. Schmutzige Kirsche. Fällt gut, gefällt mir, super. Hat lange Ärmel. Ist nicht zu weit. Und nicht zu eng. Ii, guck mal da. So, also. Figur betont. Joa. Ist nicht schlecht. Joa. Ja, okay, finde ich gut. Wisst ihr warum? Das ist so ein schönes Basic. Das kann man überall so anziehen, kann man da drunter ziehen. Das mit so einem langen Cardigan, zeige ich euch mal. Ich habe extra einen langen Cardigan mitgenommen. Thank you.
Ich glaube, das Rote behalte ich auch. Also bei Bonprix. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Bei Bonprix. Das hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, weil ich die Hose gut finde. Und das grüne Shirt Top Nummer 1. Könnte ich mich überschlagen vor Freude. Das Rote finde ich auch richtig toll für den Sommer. Und das Weinrote hier, das werde ich, glaube ich, auch behalten, weil das brauche ich einfach. Das ist so eins, das kann man sich mal so rüberschmeißen. Und ja, toll mit dem langen Cardigan sieht es auch toll aus. Den langen Cardigan habe ich mir auch mal bei Lidl gekauft. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich habe mir auch schon mal einen bei H&M gekauft. Also beide. Einmal H&M. Ich habe zwei Stück. Einen habe ich bei H&M. Und ich schneide immer die Schilder raus. Deswegen weiß ich leider nicht mehr wo. Aber schaut da gerne mal. Da gibt es immer super Sachen bei H&M und bei Bonprix. Bonprix. Ja, also, ja, das war doch ein witziger Haul. Ich fand eigentlich, hat Spaß gemacht. Ich überlege jetzt nochmal bei den beiden Jeanshosen, werde die vielleicht nochmal mit ein paar anderen T-Shirts zusammen und nochmal gucken, wie ist das so bequem, wenn man im Stuhl sitzt und so. Bei mir ist es ganz wichtig, wie bequem das ist. Auch ganz wichtig, was ihr dazu sagt. Ich finde es auch witzig, mal so Mode zu zeigen, wenn man nicht so ganz so tolle, vorteilhafte Maße hat, weil die meisten Frauen haben halt nicht immer so die ideale Figur. Und so habt ihr das wenigstens denn mal bei einer Frau gesehen, die ein bisschen stabiler ist. Wie sieht das eigentlich aus? Weil es sieht ja immer alles so toll aus. Und wenn man das denn selber anhat, dann ist man manchmal erschrocken, wie das denn mit Bauch aussieht. Ne? Aber wie gesagt, also wir sind alle so, wie wir sind. Und das ist auch total egal. Und man muss dazu stehen. Und das ist toll. Und so ist es. War mein Haul. Mein Einkaufshorn. Jetzt habt ihr mich ein bisschen begleitet und mal schauen, was ich jetzt behalte und was ihr so sagt. Ich bin ganz gespannt. Eure Meinung ist mir ganz doll wichtig. Ich gucke mir das jetzt selber alles an, wie ich mir das und mal gucken, wie ich, ob ich mich da noch mal umentscheide, ob ich dann sage so, ach, das sieht ja voll unmöglich aus und ich dachte, das wäre voll hübsch. Kann ja auch passieren, ne? Wenn man da selber so sein Filmchen sieht, dann ändert man ja auch manchmal noch seine Meinung. Vielleicht schreibe ich euch dann noch was in den Kommentar, dass ich sage so, ach Mensch, das Rote schicke ich doch zurück oder wie auch immer. Also, soweit ich das in Erinnerung habe, hat mir jetzt das Jeanskleid am besten gefallen und das grüne T-Shirt. Und eine von den beiden Hosen werde ich mit Sicherheit behalten. Also, weil ich einfach eine Hose haben möchte, unbedingt brauche und haben möchte. So, und dann bin ich gespannt, was ihr mir schreibt. Bleibt auf jeden Fall gesund. Dürft diesen Kanal sehr gerne kostenlos abonnieren. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich freue mich ganz doll. Also, und lasst euch nicht ärgern von den doofen Leuten. Ganz wichtig. Und bleibt gesund. Und nicht ärgern lassen und gesund bleiben. Tschüss.